Wladimir de Schine weit vorne mit dabei und Vesilos ist wieder im Galopp. Das wird hier nichts für ihn. Das ist ein bisschen ein spezieller Start, da sind einige recht weit weg. Und das ist jetzt der gültige Start zum dritten Rennen, Preis des Ostschweizer Traberclubs mit den Co-Sponsoren Kanton St. Gallen und Vanoli AG. Außen Superberry Chenu und natürlich ist Vesilos hier disqualifiziert nach dieser Galoppeinlage. Vorne ist innen die Nummer 2, das ist Volpont d'Argentan. In seinem Rücken Ulysse de Fountain, außen Superberry Chenu. Dann trabt an vierter Stelle außen Wladimir de Schine. Dann ist im Galopp daneben die Nummer 8 Direct Way. Dahinter mit der Nummer 5, ebenfalls nicht in lupenreiner Gangart, Atenarco, aber es ist auch extrem schwer. Auf diesem Boden ist es wirklich enorm schwer, sauber zu traben. Atenarco rückt jetzt auf, geht an vierte Stelle an die Seite von Wladimir de Schine. Die Spitze hat Volpont d'Argentan und disqualifiziert wurde die 8 Direct Way. Vorne ist Volpont d'Argentan, außen begleitet von Superberry Chenu. Dann folgt Ulysse de Fountain mit der Nummer 4 Wladimir de Schine. Dann Atenarco an fünfter Stelle, gefolgt von der Nummer 8, der disqualifizierte Direct Way und dann Corleone. Es geht durch den Bogen. In einer Runde wird das dann der letzte Bogen sein mit Volpont d'Argentan, dann Superberry Chenu, der ganz nach außen geht, auch Atenarco, der bleibt jetzt innen. Da hat sich der Fahrer einen Moment überlegt, nach außen zu gehen. Vorne ist Volpont d'Argentan. In seinem Rücken Ulysse de Fountain und außen auf dem besseren Boden Superberry Chenu. Und der macht hier 2, 3, 4, 5 Längen. Muss dann aber auch wieder nach innen. Superberry Chenu, jetzt kommt er wieder nach innen. Jean-François Joner hat das als einziger so gemacht. Und ich glaube, dass das die richtige Lösung war. Denn er hat jetzt vermutlich auf dem besseren Boden Kräfte sparen können. Innen ist Volpont d'Argentan, dann Superberry Chenu, dann Ulysse de Fountain, dann trabt an vierter Stelle Atenarco, dann rückt jetzt Corleone auf, mit ebenfalls noch mit dabei Wladimir de Schine. Vorne unverändert Volpont d'Argentan. Atenarco kommt jetzt nicht recht weiter, kann dem Spitzentrio nicht folgen und sehr gut gefällt mir an zweiter Position Ulysse de Fountain. Vorne ist Volpont d'Argentan vor Ulysse de Fountain, dann ist Atenarco jetzt wieder aufrückend an vierte Stelle. Neben Ulysse de Fountain ist es außen Superberry Chenu, dann Corleone und Wladimir de Schine. So geht es jetzt dann gleich in den letzten Bogen mit Volpont d'Argentan vor Ulysse de Fountain, dann ist Superberry Chenu zur Stelle mit Corleone, der mir ebenfalls sehr gut gefällt da an vierter Position. Atenarco kommt nicht recht weiter für den Moment, ist aber auch noch nicht geschlagen. Volpont d'Argentan in Front. Dahinter ist es Ulysse de Fountain, noch etwa 300 Meter. Volpont d'Argentan sieht stark aus. Volpont d'Argentan und Superberry Chenu geht ebenfalls jetzt ganz nach außen und auch der Angriff von Ulysse de Fountain jetzt. Vorne ist aber Volpont d'Argentan. Volpont d'Argentan und jetzt kommt Ulysse de Fountain. Ulysse de Fountain geht an die Spitze, aber der Weg ist noch weit. Ulysse de Fountain vor innen Volpont d'Argentan. Ulysse de Fountain wird hier nach Hause spazieren. Ulysse de Fountain mit Loris Ferro. Ulysse de Fountain gewinnt locker und leicht vor der Nummer 2 Volpont d'Argentan und die anderen sind hier fast schon im Schritt. Das ist an vierter Stelle Wladimir de Schine, dann Atenarco. Oh, das hat hier auch nicht wirklich mehr schön ausgeschaut. Und dann